und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ich weiß, es ist kurz vor Weihnachten, aber die Geschehnisse vom Montag, die haben mich einfach zu diesem Video inspiriert und ja, ich fange jetzt einfach an. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass in den Medien sehr viel einem Panik gemacht wird, Angst gemacht wird, einem die Dinge so erzählt werden, als ob es das Allerschlimmste wäre und Weltuntergangssituation. Und dann verabschieden sich meistens die Nachrichtensprecher mit, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und so irgendwas und tschüss. Und man ist dann ganz alleine mit der Angst. Und darüber wollte ich heute einfach mit euch reden, über das Thema alleingelassen mit der Angst und das, ja, dass das echt nicht nett ist. Gut, ich habe so mir am Montag mit meinem Papa zusammen die Nachrichten angeschaut. Erst habe ich mich gefragt, was überhaupt los ist, weil ich habe erst gar nichts mitbekommen. Und dann bin ich da ins Zimmer gewesen und habe eben diesen Polizeieinsatz gesehen und habe gedacht so, also es müssen ältere Bilder sein. Und oh, meine Nase juckte. Und dann auf jeden Fall war es so, dass ich urplötzlich so den Gedanken hatte, vielleicht sind sie ja doch nicht älter. Und dann wurde schon angefangen zu erzählen, was passiert ist und worüber mein Vater und ich einen Witz gemacht haben in dem Moment, war so, dass der Nachrichtensprecher immer und immer wieder denselben Satz wiederholt hat. Das fanden wir in dem Moment irgendwie so total komisch. Ich weiß auch nicht warum, aber es war einfach so dieses immer wieder das Wiederholen war irgendwie dann so schräg. Wir fanden es schräg. Und als wir dann so drüber nachgedacht haben, nochmal, ist aus meinem Vater, der hat nichts dazu mehr gesagt, das war es dann irgendwie. Wir haben dann einfach uns weiter den Bericht angeschaut und haben irgendwie auf neue Infos gewartet, aber irgendwie kam dann nichts. Und irgendwann bin ich dann einfach hochgegangen zu mir ins Zimmer und habe dann mich entschieden zu sagen, okay, sei es drum. Und dann ist mir einfach aufgefallen, wie oft wir diese Schreckensnachrichten bekommen, wie oft wir zu hören bekommen, dort ist dieses passiert, hier ist jenes passiert. Da wird dann wieder spekuliert, war es jetzt Terrorunfall, war es jetzt Zufall, war es einfach dumm gelaufen. Aber es werden schon die uralten Videos ausgepackt von allen möglichen Terroranschlägen, von allem, was nur Schreckliches passieren hätte können, was passiert ist. Und es wird dann immer wieder der alte Mus aufgerührt und irgendwie, was mir so in diesem Moment aufgefallen ist, ist, beim ersten Mal gucken denkt man sich so, beim zweiten Mal gucken denkt man sich so auch noch, aber je öfters man sich's anguckt, je mehr Sorgen bekommt man und man kommt schon dann so ins Grübeln. Was, wenn jetzt noch was Schlimmeres passiert? Was, wenn jetzt der Terror wirklich zu uns kommt? Was, wenn? Und dann ist es nicht so, dass man dann irgendwie so diese Möglichkeit hat, dass da irgendwo jemand ist, der dir dann wirklich, naja, metaphorisch die Hand reicht und dir erklärt, was da wirklich gerade passiert, weil es eben selbst viele noch nicht wissen und oder dir sagt, gut, das ist jetzt so und so, sondern dass du dann einfach verabschiedet wirst mit einem kurzen, wir wünschen noch einen guten Abend, bis morgen. Und du dir dann so für einen Moment bin ich mir dann so richtig vom Kopf gestoßen vorgekommen, weil ich mir dann gedacht habe, ist das jetzt die Möglichkeit, so wirklich viel erzählt, was passiert ist, haben sie jetzt nicht. Sie haben immer wieder bloß den alten Moves aufgewärmt, haben einem Sorgen gemacht, haben einen beunruhigt und dann sagen sie einem gute Nacht. Es ist mir in dem Moment so, ist mir dieser Gedanke von früher gekommen, das ist vom Prinzip wie wenn sich deine Eltern ans Bett setzen, dir ein Buch vorlesen, dann sagen sowas wie, du musst keine Angst haben vor den Monstern, die sind ja nur unter deinem Bett und ich mache jetzt, und die kommen erst raus, wenn das Licht aus ist, und dann sagen, aber schlaf gut, und dann zur Tür rausgehen und das Licht ausmachen. So bin ich mir in dem Moment vorgekommen. Bin ich mir in dieser Situation einfach so alleine dann im Dunkeln rumsitzend, ohne wirklich zu wissen, was passiert ist, ohne wirklich viele Infos zu haben, einfach nur mit diesem Gedanken, und was ist jetzt da draußen los? Und vor allem, meine Mutter hat zu mir dann gesagt, so, ja,
Da, es wurde ja auch gesagt, die Bevölkerung Berlins soll doch in den Häusern bleiben. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass das eigentlich an sich früher, damals im Krieg auch so war, dass den Leuten gesagt wurden, sie sollen in den Häusern bleiben. Und es eigentlich so ein altes Kriegsprotokoll ist, das da gerade abläuft. Und ja, das fand ich dann in dem Moment auch nicht viel beruhigender. Aber ich habe mir in dem Moment dann auch so gedacht, ist schon komisch. Zum einen wundert man sich, warum die Leute, die Bevölkerung und alle Leute immer mehr Angst bekommen. Andererseits bekommen wir immer nur die schrecklichen Geschichten zu hören. Man fragt sich immer, woher kommen diese ganzen plötzlichen, ja, Gewalttaten? Das fragt man sich wirklich. Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwie jemanden hätten, der uns dann an die Hand nimmt, von der Regierung, von den Medien, von irgendwoher, außer natürlich unsere Eltern, aber jetzt mal ganz fiktives Szenario, du bist ganz alleine in der Wohnung und deine Eltern sind nicht da und dann kommen solche Nachrichten und du kannst niemanden fragen. Und dann wundert man sich, warum die Leute darauf alle so riesig reagieren mit dem Wunsch, Infos zu bekommen. Warum dann der Wunsch nach, ich will mehr wissen, ich will wissen, was noch kommt, immer größer wird. Und warum alle irgendwie dann das Bedürfnis haben, so schnell wie möglich und auch wenn es falsche Nachrichten sind, einfach irgendwas zu hören, damit man sich wieder sicherer fühlt. Und ja, das ist mir dann einfach heute so richtig, also heute nochmal so richtig bewusst geworden. So ein paar Tage später kann man ja dann nochmal drüber nachdenken, wenn man mehr Infos hat. Und dann ist mir auch wieder so richtig in den Kopf gekommen, wie vor den Kopf gestoßen ich mich in dem Moment gefühlt habe, weil irgendwie keine wirklichen Infos waren, nicht wirklich viel gesagt wurde, Informatives und im Prinzip immer wieder dieselbe Geschichte 10-mal erzählt war. Und mal um es etwas wieder mit diesem alten gleichen Bild zu vergleichen, wenn du dieselbe Gute-Nacht-Geschichte 100-mal hörst, macht es dir auch nicht viel besser. Gut. Darüber wollte ich heute reden. Ich mache es heute etwas kürzer. Und ich würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr solche Erlebnisse auch schon mal gehabt, wo ihr euch gedacht habt, ja, wieso muss man es uns jetzt hier in einer ellenlangen Erklärung erklären, aber uns nichts wirklich Neues sagen? Und wieso lässt man uns damit so alleine? Oder habt ihr noch nie so eine Situation gehabt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder eben auf Twitter oder auf Facebook. Oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Und als kleine Info, also am Freitag gibt es ein wirklich, wirklich kurzes Video, weil der Freitag ist der 23. und so kurz vor Weihnachten mache ich es kurz. Also, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis bald. Ciao!